Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Ja, sind wir bald alle fett und krank, weil die E-Scooter jetzt erlaubt wurden? Das mag dir vielleicht völlig übertrieben vorkommen, aber ich habe mal folgende Überlegung angestellt. Eins der größten Probleme in unserer heutigen Zeit und in der heutigen Gesellschaft ist der Bewegungsmangel und die Tatsache, dass das Bewegungsverhalten sich immer drastischer und immer stärker verändert. Heutzutage geht man kaum noch zu Fuß. Die meisten Dinge macht man mit dem Auto oder mit dem Fahrrad, das mittlerweile auch immer häufiger ein E-Bike ist. Der Rasenmäher ist ersetzt durch einen Rasenmäher-Roboter. Da kann ich mich zum Beispiel nicht ausnehmen. Das machen wir bei uns hier genauso. Die Heckklappe am Auto wird mittlerweile elektrisch bedient und nicht mehr mit Muskelkraft zugemacht. Oder teilweise auch gar nicht mehr mit Muskelkraft geöffnet. Kurzum, die Automatisierung und der technische Fortschritt nimmt immer mehr Einzug in unseren Alltag. Und es gibt schon lange die Untersuchungen und die Berichte von der Weltgesundheitsorganisation, dass der Bewegungsmangel und die Bewegungsarmut wirklich die größten Probleme sind und die stärksten Erkrankungen mit verursachen, wie beispielsweise Herz-Kreislauf-Erkrankung, Herzinfarkt, Diabetes Typ 2 beispielsweise oder auch sehr viele orthopädische Erkrankungen wie Rückenprobleme entstehen auch durch Bewegungsmangel, weil natürlich die Muskeln atrophieren. Wenn wir uns nicht bewegen, bauen die Muskeln ab und dadurch entstehen dann letzten Endes orthopädische Erkrankungen. Und nun hast du wahrscheinlich mitbekommen in den Nachrichten, letzte Woche hat der Bundesrat zugestimmt, dass die E-Scooter in Deutschland auch fahren dürfen und eingeführt werden dürfen. E-Scooter sind im Prinzip kleine Elektroroller, früher waren es Tretroller, jetzt werden sie elektrisch betrieben. Und ich denke mal, dass das natürlich sehr viele Leute nutzen werden. Ich habe jetzt kürzlich in den Nachrichten einen Kommentar gehört, da wurden die E-Scooter begrüßt, weil man sagte, ja, das ist eine super Sache. Im öffentlichen Nahverkehr schließen diese Scooter quasi die Lücke der letzten Meile, so wurde es da genannt. Das heißt, wenn du Bus- oder Bahnfahrer bist, dann kannst du mit so einem Scooter, den kannst du einfach zusammenpacken, handlich mit in Bus und Bahn nehmen und kannst damit den letzten Kilometer noch zur Arbeit überbrücken, brauchst also kein Auto mehr. Und natürlich wird es Vorteile geben in der Technik, das ist ja gar keine Frage, das wird auch gut genutzt werden. Ich selber habe ja beispielsweise in dem Interview mit dem Ralf Finger vom Radwerk in Marburg auch gelernt, dass wirklich viele Leute doch dazu übergehen, das Auto komplett stehen zu lassen und ihre Wege zur Arbeit mit dem E-Bike zu machen, weil sie einfach den Vorteil haben, dass durch das E-Bike einfach nicht völlig geschwitzt und völlig platt an der Arbeit ankommt, sondern quasi neutral. Und das erlaubt es natürlich dann, zur Arbeit zu fahren. Man muss sich nicht umziehen und das ist eine sehr gute Geschichte. Ganz klar, es wird positive Effekte haben. Es hat aber auch eine Kehrseite, wie alles natürlich im Leben. Und mit dieser Kehrseite muss man sich einfach bewusst beschäftigen. Ich halte nichts davon, das zu verteufeln, aber man muss einfach klar drüber sprechen. Ein E-Scooter wird dazu führen, dass man sich noch weniger bewegt. Das heißt, das Problem des Bewegungsmangels im Alltag wird größer werden. Ich habe das für mich selber mal ausgerechnet, für meine persönlichen Daten. Ich schreibe dir die Rechnung unten drunter in die Kommentare, sodass du sie nachvollziehen kannst. Und wenn du Fragen hast, schreib gerne in die Kommentarfunktion rein. Für mich bedeutet das, wenn ich angenommen einen Arbeitsweg von 10 Minuten Fußweg am Tag hätte und ich laufe den mit normalen Gehgeschwindigkeit von 5 Kilometern, 10 Minuten Fußweg zweimal am Tag, einmal hin, einmal zurück, das macht 20 Minuten aus. Und wenn man das jetzt in den klassischen Kalorienrechner einträgt, dann habe ich bei meiner Körpergröße, bei meinem Körpergewicht, bei meinem Alter einen Kalorienverbrauch bei einer Strecke von 94 Kalorien. Nun, das ist nicht wahnsinnig viel, aber das summiert sich letzten Endes hoch, wenn ich diesen Fußweg an 5 Arbeitstagen pro Woche einfach mache, dann sind das 940 Kalorien pro Woche. Und wenn ich das an durchschnittlich 42 Wochen im Jahr mache, ich habe nachgeschlagen, 42 Wochen, das ist so das, was der durchschnittliche deutsche Arbeitnehmer rein statistisch tatsächlich zur Arbeit geht, wenn man Urlaubszeiten und Krankheitstage auch mal mit berücksichtigt und abzieht. Also wenn ich dann diesen Kalorienverbrauch hochrechne auf 42 Wochen im Jahr, dann komme ich auf 39.480 Kilokalorien, die ich für diese 20 Minuten Arbeitsfußweg
am Tag verbrauchen würde. 39.480 Kalorien, wenn ich das teile durch die Kalorienmenge, die ein Kilogramm Körperfett bringt, und das sind 7.000 Kilokalorien, dann bedeutet das 5,64 Kilo Körperfett. Mit anderen Worten, wenn ich jeden Tag 10 Minuten zur Arbeit hinlaufe und 10 Minuten zur Arbeit zurücklaufe und ich mache das ein Jahr lang, verbrenne ich so viel Kalorien wie als Äquivalent 5,64 Kilo Körperfett entsprechen. Oder umgekehrt, wenn ich diese Strecke jetzt nicht mehr zu Fuß zurücklege, weil ich sie mit dem E-Scooter fahre, nehme ich in einem Jahr rechnerisch 5,6 Kilo Körperfett zu. Das ist das Ergebnis davon. Natürlich ist das nicht punktgenau, natürlich ist es kein Labor, das ist mir schon alles klar. Aber unterm Strich sorgt das dafür, dass ich auch nur durch diese geringe, weniger Aktivität am Tag nach einem Jahr, nach zwei Jahren merklich und beträchtlich mehr wiege und dadurch mehr Körperfett aufbaue. Und das ist natürlich ungünstig, weil dieser ganze Bewegungsmangel Kreislauf dadurch natürlich forciert wird. Natürlich liegt es bei jedem selber, einen entsprechenden Ausgleich zu schaffen. Und klar, wenn du ins Fitnessstudio gehst, dann schaffst du auch diesen Ausgleich. Das ist auch gut und richtig und wichtig. Aber es ist auch so, und das weiß man auch sehr gut aus großen Beobachtungsstudien, es reicht nicht aus, nur zweimal in der Woche eine Stunde Sport im Fitnessstudio zu machen. Wir brauchen auch einen bewegten Alltag. Entscheide selber, was für dich der richtige Weg ist. Ich bin keiner, der diese Sachen verteufeln möchte. Ich selber mag Technik, ich mag Innovationen. Ich sehe aber trotzdem das bedenklich, dass immer mehr automatisiert wird und man selber sich körperlich einfach immer weniger bewegt und aktiv ist. Irgendwo brauchen wir eine gesunde Mitte, eine gesunde Waage zwischen diesen ganzen Dingen und das kann man nur mit Eigenverantwortung lösen. In diesem Sinne, danke, dass du zugeschaut hast. Schreib gerne deine Fragen in die Kommentare, gib uns einen Daumen hoch und abonniere unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.